Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 2, Assassins of Kings. Ein Unwetter zieht auf. Sieh dich vor, Hexer. Achso. Wettlauf mit der Zeit. Oh, oh, da muss ich aber schnell mal... Das waren aber nicht die Skoyatell, oder? Ach du Kacke. Was ist denn hier geschehen? Ja, ich wollte gerade sagen... Ja, du hilfst das Feuer löschen, ne? Machst du gut. Leiste deinen Beitrag... Was sind das? Ach, ein Kissen. Ich dachte eben, das ist... Das sind Drogen. Och, ihr sagtet ja schon, es wird auf jeden Fall weitreichende Konsequenzen haben, wie ich mich entscheide. So oder so wird es schlimm werden. Oh, der ist ganz entspannt, raucht sein Pfeifchen. Ja, ne, dein Haus brennt. Und was jetzt? Ja, raucht Pfeifchen. Mach das. Okay, überall. Waren das echt die Skoyatell? Leute, Ich weiß nicht, ob ich es jetzt bedauern soll, mich für die entschieden zu haben, also für Iovet. Vorsichtig, mit den Schwertern. Ja, ja. Aber es könnte echt sein, dass es gar nicht so gut war, die Idee. Hätte ich mich für Roche entscheiden sollen? Och, Mann. Nicht, dass es jetzt meine Schuld ist, dass hier alles vor die Hunde geht, du. Komm ich gar nicht ran. Krass, einfach nur krass. Was? So, das ist der Zettel. Na gut, dann laufe ich mal schnell zur Schenke. Vielleicht... Boah. Vielleicht kann ich ja noch irgendwas retten. Sag mal, Geralt kann doch das hier. Warum macht er das nicht mit dem ganzen Feuer hier? Guck mal, einfach das Feuer wegnehmen. Oh Mann. Meine Schuld. Ein Pogrom. Die Hurensöhne sind verrückt geworden. Ich muss Triss machen. Alter Schwit... Sag mal... Wir waren viel zu gut zu euch, Anderlinge. Gemästet haben wir euch mit unserer Plackerei. Ja, und jetzt prügelt ihr die Leute tot. Was ist denn das für eine Gerechtigkeit? Arschkeks. Geier sammeln sich. Ey. Guckt mal, Leute, da ist noch so ein Widerboots. Was willst du hier? Ja, hier, lasst ihn in Ruhe. Lasst den Zwerg, er hat euch nichts getan. Stimmt, das ist unser Nachbar. Leute, wir sollten nach Hause gehen. Dank, Hexer. Der Tod hatte mir schon die Hand gereicht. Versteck dich. Die Leute sind verrückt geworden. Oh, das ist doch der Schmied, oder? Ja, Pech gehabt. Jetzt machen die alle Powerslide. Guck mal. Die mächtige Grätsche. Und die hängen immer noch da. Jetzt sind sie verschwunden. Oh, Leute, Leute, Leute. Was ist denn hier los? Kaum... überfallen die Elfen das ich sag jetzt immer noch, das sind die Skoyatell, ich weiß es nicht. Aber kaum sind die hier irgendwie was am Machen. Was? Und schon bricht das Chaos los und der Mob rennt durch die Stadt und prügelt alle nieder, die anders sind. Sag mal. Ihr ermordet Unschuldige. Unschuldige? Stinkende Anderlinge wie er erschlagen uns in den Wäldern. Geralt. Und jetzt, ihr guten Leute, kehrt ihr in eure Häuser zurück. Na, wie geht's weiter, Schankwirt? Meinen Sohn haben sie erschlagen. Meinen Sohn! Verfluchte Elfen, ihr Blut soll fließen. Diese Elfen haben mit dem Tod deines Sohnes nichts zu tun. Ihr Blut wird nicht vergossen. Wenn ich es mir recht überlege, ihr habt hier nichts zu suchen, Leute. Geht nach Hause. Danke, Gwynblade. Wir wären tot ohne dich. Komm hier weg, so schnell wie möglich. Passt auf euch auf. Wer hat diese Hölle entfesselt? Ich tippe auf Loredo. Befehlshaber brauchen doch dauernd Sündenböcke für ihre eigenen Fehler. Und das Volk will Unterhaltung, ob fröhlich oder blutig. Diese Stadt wird nicht mehr dieselbe sein. Hier ist die Zeit der Verachtung schon gekommen. Ja, übel, ne? Ja, Loredo. Ob er es wirklich war? Also ich will jetzt nicht schon wieder meine Vorurteile gegen ihn auspacken, aber ich glaube, das ist ihm zuzutrauen. Warum unternehmen die Wachen nichts?
Ihre Kameraden wurden von Eichhörnchen erschlagen und Loredos Befehl zum Eingreifen fehlt. Wie konnte es zu diesem Pogrom kommen? Angeblich ist das die Rache für die Soldaten, die mit Roche gezogen sind. Aber das waren Halunken, von Loredo bezahlt und von keinem beweint. Jedenfalls sind spontane Unruhen ausgebrochen. Loredo guckt zu und mimt den Unschuldigen. Aber es sind seine Spirren, die die Leute aufstacheln. An der Spitze der Meute sah ich Soldaten in Zivil. Naja, du kannst ihm nichts beweisen. Das habe ich auch nicht vor. Ich kann ihn nämlich ganz anders bestrafen. Wir müssen Triss finden. Weißt du, wo sie ist? Sie wollte zu Sheila. Die hat eine Kammer im Wirtshaus gemietet. Ich habe ihr von dem Megaskop erzählt, an dem Soltan gearbeitet hat. Na gut. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Zum Glück habe ich den Schlüssel zu Sheilas Gemach. Ich muss zugeben, die Frau des Schankwirts ist außerordentlich flink für jemanden ihrer Körpergröße. Aha. Komm! Wie ist das denn gemeint? Was macht denn der hier ganz alleine? Hallo. Sei gegrüßt. Ja, alles okay, ne? Ist gar nichts los hier. Sind zwar alle tot und erschlagen, aber ihn stört's wohl nicht. Mann, 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 ey. Wo könnte sie nur stecken? So eine Gelassenheit hätte ich auch gerne. Hilfe! Wie im Schlachthaus. Die Zeit der Zweifel schwindet schnell. Ja, dem helfe ich natürlich. Lass den Zwerg in Ruhe. Was ist das denn für ein Sonderling? Das ist dieser Hexer. Ja. Lasst sie in Ruhe. Sie haben euch nichts getan. Mensch, das sind doch unsere Nachbarn. Lasst uns nach Hause gehen. Vielen Dank, Herr. Ich habe die Klinge schon zwischen den Rippen gespürt. Wir haben ihnen überhaupt nichts getan. Wie können sie? Nach Niederlagen sucht man Sündenböcke. Passt auf euch auf. In der Faktorei brodelt es weiter. Ich frag mich, ob Axi auch irgendwann mal fehlschlagen kann. Aber es ist ja wirklich so, ein Mensch ist intelligent, viele Menschen sind ein Mob. Ein dummer Mob. Na, Rettersporn, was los? Kommst du mit? Bei Blut. Hier? Mir schwant Übles. Die zweite Tür, was? Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Sehen wir nach. Vielleicht sagen uns die Spuren was. Oh, klasse. Ach, guck mal, so einer von den Dicken hier. Sheilas Leibwache. Genickbruch. Wunden hat er keine. Das ist nicht sein Blut. Triss ist rein, hat dem Leibwächter den Hals umgedreht und sich anschließend verletzt. Nee, das ist Quatsch. Du bist nicht gerade ein guter Detektiv, oder, Rittersporn? Ich denke mal, jemand hat sie überrascht. Und Sheila wurde verletzt. Er konnte sich aber irgendwie noch retten, oder? Was für ein Durcheinander. Alles in Chaos. Jemand hat hier nicht viel Federlesen gemacht. Verstehe ich nicht. Hier muss noch jemand gewesen sein. Ja, auf jeden Fall war hier noch jemand. Rittersporn, sieh mal. Was ist denn das? Ach, die Puffmutter. Das ist ein Guckloch. Da drüben ist das Bordell. Vielleicht hat die Puffmutter gesehen, was hier passiert ist. Komm. Ja, das denke ich auch. Oh Mann, was ist mit Triss, Leute? Ich mache mir schon wieder Sorgen um Triss. Ja, ich weiß. Was für ein Leben. Wahrscheinlich liebt, oder sollte ich auch sagen, dass Geralt eher mit Yennefer irgendwie zusammenkommen sollte, wenn sie noch lebt. Habt ihr mir zumindest erzählt, wenn man bedenkt, was sie alles durchgemacht haben, die zwei. Aber ich weiß nicht, ich hänge mehr an Triss. Weil die ist jetzt hier. Und, also jetzt im Moment nicht, aber... Gehst du mal... Hallo? Gehst du mal zur Seite? Ach, sieh mal, da ist das Guckloch. Die müssten noch alles gesehen haben, was hier abgelaufen ist. Man sieht alles. Wir haben geschlossen. Kommt später wieder. Sie haben mir ein Mädchen getötet. Das ist Dere. Geralt, das war ihre Kammer. Was ist geschehen? Sie haben sie umgebracht. Gestern mochten sie sie noch, tranken Wein mit ihr, sagten ihr, wie hübsch sie sei. Heute sind sie zu fünft gekommen. Im Blutrausch, mit hässlichen Flüchen auf den Lippen. Hatte sie gerade einen Kunden? Nein, sie war bei mir. Was glotzt ihr so? Ich wollte sie beruhigen, trösten.
Das geht uns nichts an. Ich hatte gehofft, du könntest mir sagen, was in der Kammer nebenan geschehen ist. Ich habe das Guckloch gefunden, aber ihr wart beschäftigt. Das waren wir, bis wir das Gespräch hinter der Wand bemerkten. Sonst hat Sheila immer einen Zauber geworfen, dass man nichts hören oder sehen konnte. Aber diesmal nicht. Wir haben gespäht. Ich sah die rothaarige Zauberin und Cedric, unser versoffenes Ex-Eichhörnchen. Die rothaarige trat vor den magischen Spiegel und sagte, wollen sehen, mit wem die Eiskönigin zuletzt gesprochen hat. Sie meinte Sheila. Das war sogar mir klar. Die rothaarige fuchtelte und rief ein Zauberwort. Darauf erschien ein Mann in der Kammer. Er sah so schlimm aus, dass Derry aufschrie. Als ich sie weggeschubst hatte, war noch jemand im Zimmer. Eine Frau. Triss nannte sie Philippa. Grüß dich, Philippa. Triss, hübsch siehst du aus. Was treibst du da mit Sheilas Megaskop? Ich glaube nicht, dass sie damit einverstanden wäre. Da könntest du sie auch gleich um ihre Zahnbürste bitten. Sie weiß nichts davon. Philippa. Was will Sheila in Flotsam? Das ist delikat. Henselt hasst Zauberinnen, aber wir brauchen jemanden an seinem Hof. Ich weiß. Sein einziger Sohn fand vor 3 Jahren bei einem Jagdunfall sein Schicksal. Einen weiteren Erben konnte der König nicht zeugen, so sehr er sich auch abgerackert hat. Sheila behauptet, sie könne die schlappe Rute des Monarchen wieder erstrammen lassen. Mit sehr seltenen Ingredienzen. Die sie sich aus dem Kairan holen will. Genau. Und dann wird wieder eine Zauberin zur Rechten des Königs sitzen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Ja. Diese Philippa hat mich irgendwie so ein bisschen an Schneewittchen erinnert, oder? Haare wie Ebenholz. Rittersporn, wer ist Philippa? Rittersporn, weißt du, wen sie meint? Wer ist Philippa? Philippa Eilhardt. Zauberin und Beraterin König Radovitz von Redanien. Sie hat die Meisterschaft in der verstunkensten aller Küchen erreicht, in der Politik. Sie ist durch und durch amoralisch, völlig frei von Skrupeln. Einfach sensationell. Ich hörte das Gerücht, sie sei beim redanischen Hof in Ungnade gefallen. Wenn das stimmt, hat sie sicher selbst die Fäden gezogen, weil sie die Stadt verlassen wollte. Was ist mit Triss geschehen? Wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe nur das Gespräch gehört, von dem ich dir erzählt habe. Dann sind die Mörder gekommen. Mich haben sie getreten und Derry erstochen. Aber auch nebenan gab es Kampflärm. Die Zauberin hat geschrien. Als die Mörder nach weiteren Opfern suchten, habe ich nach draußen geschaut. Ich glaube, ich habe Cedric gesehen auf dem Weg durch die kleine Gasse zum Wald. Er wankte. Danke, Garvena. Du hast was gut bei mir. Warte, Hexer. Gib Jorvet diesen Brief. Einen Brief? Das sind die Namen von Derrys Mördern. Jorvet versteht schon. Ja, das wissen wir ja schon, dass sie für ihn spioniert. Spionierst du für Jorvet? Ich helfe ihm von Zeit zu Zeit. Gib ihm einfach den Brief. Mal sehen. Ich kann nichts versprechen. Rittersporn, warte hier auf mich. Ich suche Cedric. Ich wollte nur noch mal hören, ob sie es zugibt. Ich werde ihn finden. Oh Mann. Ist natürlich traurig irgendwie, dass die jetzt dran glauben musste. Wo ist er denn hin? Versteckst du dich hier? Was ist das denn für ein Stuhl, sag mal? Aha. Legt sich da einer drunter und jemand setzt sich dann auf diesen halben... Ja, ich will gar nicht wissen, was die hier für Geräte haben. Wahrscheinlich für jeden Geschmack irgendwas. So. Wo ist er denn? Folge den Blutspuren, um Cedric zu finden. Cedric! Die Mutti ist jetzt weg. Der Trank Katze könnte sich als hilfreich erweisen. Brauche ich nicht. Ich bin so schon eine Katze. Ich habe die Augen einer Katze. Da sind nämlich Blutspuren. Da ist eine... Ja gut, das könnte von ihr stammen. Oder von ihm. Warte mal, hier führen die Spuren lang. Dann da. Da ist Blut. Da ist noch mehr, ne? Herzelein. Ich gebe dir gleich Herzelein. Dann hau ich dir den Schädel ein, mein Freund. Okay, ist überall Blut. Ich habe keinen Trank Katze, von daher.
Sag mal, das könnten alles Banditen sein hier, ne? Oh, die da schon rumlaufen. Nee, warte. Hier hört die Spur auf. Da ist Blut. Die schmale Gasse zum Wald. Ich glaube, ich nehme doch gleich mal Katze. Das macht keinen Sinn so. So. Erstmal Alchemie. Habe ich denn genug für Katze dabei? Nö, habe ich gar nicht. Habe ja alles in die Kiste gepackt. Haha. Ich glaube, der ist hier lang. Die schmale Gasse zum Wald. Nee, hier ist kein Blut. Könnte es hier gewesen sein, an dem Tor? Es gibt ja nicht viele Ausgänge. Es gibt gerade mal 3 aus Flotsam raus. So, hier ist nämlich noch Blut. Ja, ich weiß nicht, ist er hier zum Wald gewankt? Und ich hab... Ah, doch, da ist doch die Blutspur. Der pennt wieder hier. Also die Stadt brennt und der steht da und pennt. Mann, ey. Kannst mich aufregen, du. Cedric, wo bist du? Haben die was gesehen? Hoffentlich überstehe ich heute die Arbeit. Ja. Was siehst du, die Klinge? Ah, es ist nur der Hexer. Ah, was willst du mit dem Dolch hier, sprich? Sag mal, hier hört's auf. Du musst es hier weitergehen, durch das Wasser. Ist er hier lang? Ja, da ist Blut. Seht ihr, ich brauche keine Katze. Ich finde das auch so. Dauert ein bisschen länger, aber ich finde es so. Hier ist da bestimmt Blut, ja. Blut. Na gut, da war so ein Neckarloch. Jetzt wird's interessant. Da ist wieder Blut. Noch mehr Blut. Ich sag ja. Oh, der hat ja ganz schön gesaftet, der arme Cedric. Ein Mensch. Ich muss zurück auf den Weg. Warte mal, das geht doch auch sicher so. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sehe auch so die Blutspur. Hier. Er blutet stark. Ich muss mich beeilen. Ich glaube, ich muss wieder zurück, oder? Okay, die sind schon ausgeplündert. Nee. Hier müsste es, oder? Ist hier Blut? Da ist Blut. Er wird langsamer und schwächer. Kann nicht weit sein. Oh Mann, Cedric. Warum hast du dich so weit weggeschleppt? Ich meine... Ich sehe kein Blut. Da ist Blut. Ah. Cadmill. Gwynblade. Keine Schmerzen mehr. Wollte immer unter Bäumen sterben. Was ist geschehen, Cedric? Triss bat mich um Hilfe. Ich hab den Deune an der Tür getötet. Wir sind rein. Hab noch einen Deune getötet. Ich weiß. Wo ist Triss? Was ist passiert? Ein Hexer ist gekommen. Hat sich auf uns gestürzt. Ich wollte Triss verteidigen. Er war schnell. Zu schnell für mich. Er schlug Triss, ehe sie zaubern konnte. Wusste, wie man Zauberern beikommt. Sie musste das Megaskop anwerfen. Er wollte nach Edirn, zur Zwergensiedlung Wergen. Triss sagte, das sei Wahnsinn ohne Koordinaten. Er guckte sie nur an und befahl ihr, sich anzustrengen, weil sie zuerst gehen würde. Und er hinter ihr. Dann, ich weiß nichts mehr. Sie waren weg, als ich wieder erwachte. Ich wusste, dass ich sterbe. Der Wald rief nach mir. Warum, Cedric? Warum hast du dich da eingemischt? Und du? Es gibt Dinge, die man tun muss. Ich habe Visionen, wusstest du das? Darum habe ich gesoffen. Das half. Dieser Nebel, darin sah ich nichts mehr. Ruhig, Cedric. Aber jetzt ist der Nebel weg. Ich sehe klar. Du brauchst dein Gedächtnis zurück, damit du verstehst, wer die gekrönten Deune tötet und warum. Wie kann ich das schaffen? Geh nach Edirn. An einen Ort, der verseucht ist mit schwarzer Magie. Wo die Geister Schlachten schlagen. Rette ihre Seelen. Und du erinnerst dich.
geht hier vor? Der Wald. Ich spüre seine Gegenwart. Sie verabschieden sich von dir. Ah, mein Wald. Vafail, Gwynblade. Lebt wohl. Schon schade. Geralt, wo hast du gesteckt? Dieser Königsmörder, verdammt, um Haaresbreite. Er ist entkommen? Hat sich nach Edirne teleportiert. Teleportiert? Wie das? Er hatte Triss, hat sie gezwungen, ein Portal zu öffnen. Du Scheiße. Rosh sucht dich. Wir laufen aus. Er hat etwas herausgekriegt. Die Skoyatel haben ebenfalls irgendwas Großes vor. Was wollen die Skoyatel? Die haben die Barke im Visier und dafür brauchen sie dich. Seit wann hältst du es mit den Skoyatel? Darum geht's doch gar nicht. Sie wollen die Gefangenen nach Drakenborg verschleppen. Das ist ein besonderer Kerker für Anderlinge. Ein ekelhaftes Denkmal menschlichen Hasses. Was hat Rosh vor? Er hat über Loredo gewettert, also geht es wohl um den. Muss wichtig sein. Boah, ich würde gern beides machen. Ich würde gern Loredo in den Hintern treten und die Gefangenen befreien, weil das kann ja wohl nicht angehen. Ich red mit ihnen. Vielleicht erweisen sich Rosh oder die Skoyatel ausnahmsweise mal als nützlich. Ja, das ist halt das Problem. Es gibt meinen Weg. Es gibt nicht den Weg der Skoyatel oder der von Rosh. Das ist mein Weg, den ich wählen möchte. Ja. Denn hier gibt's ja kein Gut und Böse, kein Schwarz und Weiß. Was? Da soll ich hin? Warum da runter? Verstehe ich jetzt nicht. Was? Am Scheideweg, Werner und Rosh. Ach so, ich soll mit Rosh oder mit Iorwerth sprechen. Also wenn ich jetzt nicht aufpassen würde, dann könnte es sogar sein, dass ich sowieso zu den Skoyatel gehe. Fluss der Geheimnisse. Nimm, das war das Schiff. Da komme ich erst später hin, sagtet ihr in Kapitel 2. Hier gibt's noch kein zweites Schiff. Ja, Leute, jetzt ist wohl echt... Jetzt erst ist wohl die Entscheidung angesagt. Ihr könnt euch sicher denken, wie ich mich entscheide. Habe ich ja eh schon getroffen, die Entscheidung. Und zwar für die Skoyatel, also für Iorwerth. Ich meine, Werner und Rosh, der wird auch ohne mich klarkommen, hoffe ich. Und ich denke mal nicht, dass er es als Verrat ansieht. Immerhin sind wir immer noch auf der Suche nach Loredo. Und wollen den... Nee, nicht Loredo. Nach, Ach, Kinder, jetzt ist mir der Name entfallen. Wie heißt der nochmal? Der andere Depp mit L. wie heißt der denn nochmal, Leute? Glaubt ihr, ich komme jetzt drauf hier, Charaktere. Cedric. Ja, der arme Cedric. Hauptperson, wo haben wir ihn denn? Ich muss mir den Namen mal reinprügeln. Henselt, von dem haben wir auch schon gehört. Oh, Philippa. Wie Schneewittchen, oder? Wie Schneewittchen. Der Königsmörder. Leto. Ach, Leto. Leto und Loredo hört sich auch irgendwie gleich an. Na gut, Leute. Ich würde sagen, nächstes Mal laufen wir hoch zu Iorwerth, weil... Ist jetzt beschlossen und verkündet. Ich werde mich den Skoyatel anschließen. Das ist einfach für mich sinniger, weil... Ja, die brauchen wahrscheinlich mehr Hilfe als die Menschen. Na, ich kann es jetzt nicht anders begründen, Leute. Fertig aus. Gut, lasst mir ein paar Likes da, würde mich sehr darüber freuen, auch Kommentare fleißig weiterschreiben. Schildert mir eure Eindrücke, wie habt ihr euch entschieden und warum so und nicht anders. Naja, wie gesagt, wenn ich nochmal Zeit habe, werde ich es nochmal anders spielen. Gut, wir sehen uns wieder zu The Witcher 2, Assassins of Kings.